Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nexomon. Jetzt weiß ich nicht, wo ich herkomme. Ich glaube von links und wir gehen nach rechts. Ja, habe ich mir schon so gedacht. Was haben wir da? Ein Wiederbeleber. Und weiter geht's nach... Bei der Treppe erwischt. Pora, Pora. Mal gucken. Oha, mit einem Biss schon weg. Schade. Wollte ich mitnehmen, aber das... Ich glaube, diese Langeweile mache ich offscreen. Die noch einzusammeln. Oder wir folgen einfach weiter unsere Richtung. Ich kann nicht glauben, dass wir so weit gekommen sind. Ja, kannst mal sehen, Dena. Wusstet ihr, dass ein ehemaliger Aufseher hier lebt? Nein. Du erzählst uns das erst jetzt? Oh, keine Sorge. Er hat sich zur Ruhe gesetzt, weil ihm der derzeitige Nexolord widerstrebt. Aufseher Kahn ist nur gegenüber dem vorigen Nexolord loyal, Meister Remus. Oh ja, ich vergaß, dass Remus mal ein Nexolord war. Das ist grundlegende Geschichte. Ich wurde quasi erst vor ein paar Tagen geboren. Aber er weiß schon vieles. Der jetzige Nexolord schlug Remus und hat ihn das dann als Aufseher eingestellt. Interessant. Oh, das habe ich fast vergessen. Nehmt diese Vorräte. Ich will, ihr werdet sie eher brauchen als ich. Was? Fünfmal Tränke, Ether, Wiedergeburt? Oh mein Gott. Ihr solltet auch diese Nexo-Traps nehmen. Ich habe gehört, dass dieser Platz viele exotische Nexomon beheimatet hat. Oder soll. 5 Nexo-Traps. Okay. Warum hast du gerade getaumelt? Bist du okay? Hä? Ignoriere es einfach, Dena. Egal, lass uns weitergehen. Das versteckte Dorf muss hier irgendwo sein. Ja, das werden wir noch alles erfahren und herausfinden. Denn wir wandern weiter und lauern die Gefahr im Auge. Bam! Okay, wer ist das? Ungewöhnlich. Alles klar. Mein Gott, immer mit einem Haps weg. Warum? Ich bin zu stark. Ich habe zu doll gelevelt. Okay, weiter geht's. Ah, man kann ja auch noch zwischenheilen. Das ist super. Insofern ich da ankomme. Okay, sieht gut aus. Ja. Nice, nice, nice. Hier, noch schnell heilen. Ja, klar, komm. Und dann nehmen wir auch gleich die Katze. Okay, wir schauen mal. Hallo, mein Freund. Brauchst du irgendetwas für den Abenteuer? Komm und schau, miau. Na, dann schauen wir mal rein. Ob wir jetzt... Nee, andere Nexo-Traps kriegen wir immer noch nicht. Bestimmt beim Endgame. Ich sehe dich später, Kido. Okay, wir sehen uns später, ja. Irgendwann mal. Wir schauen weiter. Oh, wer ist das denn da? Den kennen wir doch irgendwo her. Oh, das ist eine Ranke. Okay, kommen wir da einfach so ran? Ja. Und jetzt wird's lustig. Hey, Kollege. Irgendwie stehst du sehr doll im Weg. Was? Was? Außenstehende? So nah am Dorf? Bleib stehen! Bleib sofort stehen! Ah, Mann! Was will der immer von mir? Was hat der mit mir? Schon davor hat er mich schon genervt.
Oha! Snack. Oh, ein Fisch namens Spurk statt Shark. Wo bloß die Buchstaben vertauscht. Oh, kann ich den mit Nexo Trap sammeln? Geht das? Nein, es ist kein Button da. Verdammt. So, der nächste. Tocker. Ich tocker auch. Tocker, tocker, tocker. Tocker, 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 tocker. Weg ist er. Mhm. 44 ist er schon. Das ist supi. Nein! Doch! Der Boss wird keine Gnade walten lassen. Keine Gnade! Was ist los mit denen? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Denkst du wirklich, Dr. Margo ist alleine so weit gekommen? Naja, man weiß ja nie, wie drauf er ist, ne? Man weiß nicht, was das für ein Typ ist. Oh, jetzt geht's aber los. Das muss das versteckte Dorf sein. Das ist der Traum eines jeden Entdeckers. Yay! Dieser Ort wurde von ehemaligen Aufseher Khan gegründet. Er wollte einen sicheren Hafen weit weg vom Nexolord schaffen. Aha. Das sieht tatsächlich nach dem perfekten Ort aus, um sich vor dem Nexolord zu verstecken. Dr. Margo ist vielleicht hier irgendwo in der Nähe. Lass uns nachschauen. Vielleicht in diesem komischen Haus? Direkt rein. Ohne Gnade. Sieht mir nicht so aus. Ich lasse euch mal in Ruhe. Hier sieht auch total leer aus. Wir können das Bett nehmen zum Schlafen. Schnell hinlegen. Das ist unser das. Und reinfurzen unter der Decke. Wie so eine Furzmolle. Wie gehen wir da rein? Hi Ladies. Ich sage mal... Tschüss Ladies. Ich wollte euch nicht stören. Ich wollte nur reingucken. Die halten auch uns garantiert auf, oder? Nö. Also rein da. Ja. Okay, hier ist auch nichts zum Holen. Dann gehen wir wieder raus. Hab's auch Spinnen wie mal eine Decke. Oha, was ist das denn hier? Ich will das sehen. Was steht da? Was steht da? Nichts. Okay, anscheinend ist hier gar nichts. Ich bin wieder zurückgegangen. Ach, oh, ich dusse. Kartenwechsel ist auch speichern, okay. Irgendwie komme ich da nicht hin, wo dieser Typ steht. Oder ich bin einfach nur zu lost. Hey, Typ! Typ! Hallo! Wie komme ich zu dir? Man will mit dir reden, aber irgendwie funktioniert es nicht, weil du zu weit weg bist. Okay, kann ich mit denen reden hier? Usa, 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 Usa. Ja, okay. Held in der Legende, Held der Legende. Menschheit. Sorry. Aha. Usa, 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 Usa. Held in der Legende, Held der Menschheit. Ah ja, dann mach mal weiter, Usa, Usa, Usa. Usa, Usa, Usa. Ja, ich geh mal rechts lang. Oha, hier sieht's verdächtig aus. Rein im Haus. Ah ja, oh, da ist ja was. Wow, Münzen. Hey Opa! Oh, hey Kiddo, ich habe gesehen, dass du das versteckte Dorf gefunden hast. Genau wie ich.
Ich muss mir den Weg hierher erkämpfen und nun wollen sie mich nicht gehen lassen. Sie denken, ich werde ihren Aufenthaltsort verraten. Aber es stört mich nicht. Dieser Ort ist atemberaubend. Denk an die Geschichte. Der Geburtsort von Ulsa selbst. Oh, interessant. Okay. Ja, dann sollen sie dich da halt festhalten. Mich lassen sie laufen, anscheinend. Komisch. Oh, jetzt wird's interessant. Hey, was ist das für ein Ding? Ich glaube, die stehen überall, egal wo wir hinkommen. Ah, das ist ein alter Teleport-Totem. Ich habe etwas über sie in den Geschichtsbüchern gelesen. Vor Jahrtausenden hat der legendäre Meister Ulsa die gesamte Welt verbunden, indem er das Kettennetzwerk erfunden hat. Mhm. Leider ist die Energie, mit denen die Totems betrieben wurden, erschöpft und niemand weiß, wie man sie reaktivieren kann. Die Leute glauben, dass die Energiequelle dafür irgendwo im Dschungel ist, weil Ulsa hier geboren wurde. Aha. Es wäre sehr praktisch, wenn wir die Totems reaktivieren könnten. Aber wir müssen uns zuerst darauf konzentrieren, Ellie zu retten. Komm schon, lass uns nach Dr. Margo Ausschau halten. Sorry. Okay, sehr interessant, ja. Totems. Wir können vielleicht irgendwann einen Weg finden, sie wieder zu aktivieren. Vielleicht mal in ein fremden Haus reingehen. Repellspray. Rüstet diesen Gegenstand im Inventar aus, um jede wilde Begegnung zu vermeiden. Nö, jetzt nicht. Komm mal da rein? Nee. Sieht zumindest nicht so aus. Okay, hoch da. Aha. Oha, der sieht aber nicht sehr freundlich aus. hallo? Oha, sei doch mal nicht gleich so aggressiv. Okay, hallo Khan. Was können. Wir suchen bloß nach jemandem, der Margo heißt. Ups. Okay. Was? Wir haben nichts getan. Euer beknacktes Dorf ist völlig in Ordnung. Meister Khan! Ein Nexalon-Krieger ist in das Dorf eingebrochen. Oha. Verarschst du mich? Warte eine Sekunde. Der Nexokor! Sie haben sein Energiesignal den ganzen Weg zum Dorf zurückverfolgt. Wir sind aufgeschmissen. Hey, wir können das wieder gut machen, ich schwöre. Lass uns gehen, wir müssen die Eindringlinge aufhalten. Oha, ich will aber nicht, ich will kuscheln. Nein, Quatsch. Wo sind die? Was ist das für eine Oma? Wo kommt die denn her? Willst du, dass ich dein nächstes Mal heile? Nein. So möge der große Ursa dir den Weg leuchten. Okay, wo sind die? Wo sind die? Oha, da sind sie. Wer ist der komische Typ? Ich greife die alle an. Wir können ihn nicht aufhalten.
Doch, könnt ihr. Irgendjemand muss Kahn zur Hilfe rufen. Mein Ziel ist nicht bei euch. Was für eine Zeitverschwendung. Verschwindet! Verkriecht euch, wie die Tiere, die ihr seid. Sie denken, dass sie sich lange vor dem Nexolas verstecken können. Ich hatte mehr erwartet. Ich bin zu alt für sowas. Dann kämpf gegen mich, Freundchen. Oh, mein... Letztendlich verraten sich die kleinen Diebe selbst. Wer bist du? Das ist nicht annähernd so wichtig wie das, was ihr Schurken gestohlen habt. Wir geben dir den nächsten Korn nicht. Natürlich nicht. Wenn du so lange meiner Arbeit nachgehst wie ich, hörst du irgendwann auf zu glauben, dass die Leute überhaupt kooperieren. Wir haben keine Angst vor dir. Richtig? Ja, vielleicht. Eventuell. Ihr habt keine Ahnung, was euch bevorsteht, Kids. Aber ihr habt den Nexolot bis zur Hölle verärgert. Nach all dem, was er für die dumme Nexocore bezahlt hat, könnte ich dieses Mal ein für alle Mal in den Ruhestand gehen. Plus einen saftigen Bonus, um den Dschungel bis zum Boden abzubrennen. Das wird witzig anzusehen, denkst du nicht? Nein. Jetzt greife ich dich an. Du und deine komische Bibi-Pistole greife ich an. Los, let's go. Den mache ich zu Kürbis. Oh, wohl auch nicht. Wasser ist eine große Schwäche für Feuer. Wohl auch nicht. Tempestra. Tschüss. Oh, der hat's überlebt. Gut. Sudray. Bark Runch. Bark Runch. Bam. Oh, Feuer gegen Feuer. Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Oha. Dann nehme ich mal den Erdbeben. Bam. Okay. Also das ist es, wofür der Nexolot so großzügig bezahlt hat. Hast du dir je überlegt, ein Kopfgeldjäger zu werden, Buddy? Geh weg und komm niemals zu diesem Dorf zurück. Ja, vielleicht gehe ich mich jetzt auch verstecken, nachdem ich für den Nexolot versagt habe. Ihr Kinder müsst auch Spuren hinterlassen, hä? Was meinst du? Eure Position ist gut bekannt, Dummerchen. Ich garantiere euch, dass der Nexolot bereits auf dem Weg zu euch ist. Ich mache mich jetzt auf den Weg, aber ich kann euch sagen, das war nicht unsere letzte Begegnung. Puff, weg ist er. Wir müssen den Nexocore so schnell wie möglich loswerden, oder sie werden uns weiterhin finden können. Lass uns zurück zum Aufseher Kahn gehen. Er sollte uns nun trauen. Eigentlich heißt es Vertrauen, ne? Und nicht trauen. Halt, falsche Tür. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal wieder zu Kahn. Okay. Die Zeit ist auch bald um. Machen wir jetzt weiter, oder? Komm, wir heben das für das nächste Mal auf, ne?
ist hoffentlich in Ordnung. Ich speichere jetzt mal. Dann sage ich mal, wenn du neu bist hier auf meinem Kanal, gerade erst geguckt hast auf mein aktuelles Video, abonniere den mal bitte, um mich hier weiterhin zu unterstützen. Und Glocke aktivieren, um per E-Mail benachrichtigt zu werden, dass neue Folge hochgeladen wurde. Und ein Like da lassen, falls dir die Folge gefallen haben sollte mit der Geschichte von Nexomon. Dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.